Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herzlich willkommen an diesem schönen Sommersonntagmorgen. Dass wir jetzt hier in der Kirche sind, das habe ich gestern Nacht noch entschieden, wo es geregnet hat. Jetzt ist es schönes Wetter geworden. So ist es manchmal. Hier in der Kirche haben wir immer die Maske auf, aber wir dürfen singen. Das ist genau wie draußen, dürfen wir auch mit der Maske singen. Einfach, dass wir das nochmal wissen. Und wir fangen gleich an, miteinander zu singen. Und nachher freuen wir uns dann draußen an dem schönen Sommerwetter und darf ich schon sagen, am Kirchencafé, den der Credo drüben vor dem Alban Plus aufbaut. Und jetzt freuen wir uns, dass Gottes Gnade jeden Morgen frisch und neu ist. Und dafür darf auch dieser Sonnenschein und dieses Wetter heute als Symbol stehen. Allmorgen ist ganz frisch und neu des Herrn Gnade und große Treue. Wir beten gemeinsam den Hymnus aus dem Römerbrief. Wer kann, den darf ich bitten, sich zu erheben. Und wir beten die Worte alle gemeinsam. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist, und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Liebe, die so unfassbar groß ist, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass wir wissen dürfen, nichts kann uns scheiden von deiner Liebe. Und wir gehören dir und du hast eine gute Zukunft für uns, komme, was mag. Aber du weißt doch, wie wir uns gerne an den Verheißungen deiner Liebe wärmen, aber dann Kälte um uns herum verbreiten. Wie wir dein Wort hören, aber uns dann von den Meinungen um uns herum ablenken oder bestimmen lassen. Herr, ich möchte gerne so leben, wie es dir gefällt. Und habe doch Furcht. Wir möchten dir vertrauen und haben manchmal Angst, vertrauensvolle Schritte zu tun und das Leben mit dir zu wagen. Mach uns doch frei von den vielen Dingen, die uns gefangen nehmen. Und dann weißt du auch, lieber himmlischer Vater, manchmal fühlen wir uns so sicher in unserem Glauben. Und denken, den kann uns keiner nehmen. Und dann kommen Zweifel schneller, als uns lieb ist. Und darum bitten wir dich heute, verbinde du uns ganz fest mit dir. Sei du da durch deinen Heiligen Geist. Und so wollen wir jetzt still werden. Und in dieser Stille vor dir stehen, dich anbeten. Dir unsere Gedanken und unser Herz hinhalten, weil wir wissen, dass du da bist und uns hörst. Gelobt seist du, mein Gott, dass du mein Gebet nicht verwirfst, noch deine Güte und Gnade von mir wendest. Und jetzt sind wir hier und danken dir, dass du zu uns sprechen willst und bitten dich, schenk uns offene Herzen und Worte von dir voller Klarheit und Licht, voller Hoffnung und Wegweisung. Amen. Wir hören die Schriftlesung aus Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Jesus zeigt sich seinen Jüngern und sendet sie zu allen Völkern. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, aber einige hatten auch Zweifel. Jesus kam zu ihnen und sagte: Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde.
Geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Und seht doch, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ja, er ist unsere Hoffnung, weil er da ist. Bis zum Ende der Welt. Und das Ende der Welt kann ja das Ende des Lebens von mir jetzt bedeuten. Und dann ist es das Ende der Welt für mich, oder? Eben das Ende der Welt am Schluss der Zeiten, wann immer das sein wird. Er ist da. Das sagt man vielleicht, wie geht es jetzt den Menschen in den Flutgebieten, wenn sich plötzlich die Erde auftut, auch fast wie das Ende der Welt, apokalyptisch. Und unsere Gedanken und Gebete sind bei ihnen, die jetzt vor dem Nichts stehen und der Schmerz so unfassbar groß ist. Und wir feiern Gottesdienst und blicken mit unseren Fragen, mit unserem Glauben auf Jesus, der uns eine Zusage gibt in diesem Text, in diesen letzten Worten. Matthäi am Letzten. Wichtig. So haben übrigens die Alten ja auch gesagt, Matthäi am Letzten, jetzt ist das Ende da. Und Matthäi am Letzten, so kommen sich vielleicht die jetzt wirklich vor, die in den Trümmern stehen. Aber er gibt uns hier auch seine Zusage, seine kräftige Zusage, Jesus, in diesem Wort. Er gibt uns zweitens seinen Auftrag. Und er gibt uns drittens seine Lehre und das Zeichen, dass das dir gilt, dass das uns gilt, dieser Auftrag, diese Zusage und seine Lehre, dass die auch heute gelten und dass jeder Mensch kommen darf und dass er eine Zukunft hat für uns, die die beste ist und die nämlich weit auch über diese irdische Welt hinausgeht. Und diese Zusage, dass ich mich daran halten darf, das Zeichen dafür ist die Taufe. All das kommt ja in diesem Predigttext vor, den Sie jetzt auch ja am Beamer sehen. Erster Punkt, Jesus gibt uns seine Zusage. Mir ist gegeben
alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich bin bei euch. Bis ans Ende. Und dann in der Ewigkeit. Jugendliche würden sagen, klare Ansagen. Er ist der Einzige, der sagen kann, Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt. Überall, zu jeder Zeit. Und dafür stehen wir ein und dafür steht er ein. Dass Jesus unser Herr ist, der für unsere Sünden gestorben ist. Dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Der auferstanden ist, wieder, dass wir am Kreuz erlöst wurden. Das ist unsere Identität und unser Profil, komme was mag. Auch am Ende der Welt. Das ist die Botschaft des Evangeliums und unsere Botschaft in der Kirche. Jesus ist der Herr und die dürfen wir nicht verkürzen. Nicht verkürzen. Und wie ist diese Botschaft zu uns hierher gekommen? Bis nach Laichingen, bis ins 21. Jahrhundert von damals. In Galiläa und Judäa und Jerusalem vor 2000 Jahren. Bis ins 21. Jahrhundert. Wie ist diese Botschaft zu dir und mir gekommen? Jemand ist gekommen, jemand hat erzählt. Und weil Jesus damals auf diesem Berg diese 11 Männer losgeschickt hat, ohne Handy, ohne Computer, ohne Telefon, und die haben diese Botschaft weitergesagt. Er hat gesagt, geht hin, zieht los, weil Jesus ihnen diesen Auftrag gibt. Deshalb sind die Männer losgegangen, haben von ihrem Glauben geredet, haben ihn gelebt, haben dafür gelitten, haben dafür auch Schande eingesteckt, aber sie haben festgehalten und die Freude hat sich immer mehr ausgebreitet. Jesus ist der Herr und er ist da. Sie haben weitererzählt, wer Jesus ist, was er ihnen bedeutet, was er gesagt hat, seine Lehre weitergetragen, die Jesus ihnen aufgetragen hat. Und so ist diese Botschaft bis nach Laichingen gekommen. Deshalb wurde hier vor mehr als 1000 Jahren auch eine Kirche gebaut, wo wir jetzt stehen. Weil Menschen diesem Auftrag von Jesus gefolgt sind. Geht hin. Machet die Menschen aus allen Völkern zu meinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Weil diese Menschen durch die Jahrhunderte ihren Glauben gelebt und davon geredet haben und ihn weitergegeben haben. Und darum werden auch hier in unserer Kirche, hier in diesem Taufstein, Menschen getauft. Ob als kleines Baby oder als Jugendliche oder Erwachsene. Dass sie wissen, so wie es auf diesem Taufstein steht, Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter für mich. Und sie wissen, ich gehöre zu ihm und nichts, aber auch gar nichts kann mich von ihm trennen. Kein Ende der Welt, kein Schlammloch, keine Not, nicht einmal der Tod. Und das ist nun der zweite Punkt. Jesus gibt uns nicht nur eine Zusage, sondern auch einen Auftrag. Er hatte uns eine Zusage und einen Auftrag. Und Sie ahnen schon, wie dieser Auftrag aussieht. Nämlich, wie sind Sie und ich zum Glauben gekommen? So, wie es auch, wie die Botschaft hierher gekommen ist. Manche können ja sagen, genau Tag und Stunde, wann sie zum Glauben gekommen sind. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, mein Glaube ist keine eigene Erfindung. Da waren Menschen und die haben mir erzählt von Jesus, von seiner Liebe, von seiner Vergebung, von seinem Kreuz, von der Auferstehung. Und wie gut es ist, dass ihm alle Macht gegeben ist. Eine Religionslehrerin in der Grundschule, Freunde im CVJM, meine Eltern, meine Dode, meine Patentante im Schwarzwald, Schüler im Schülerbibelkreis, es waren Menschen. Die haben mir erzählt und nahegebracht, wer Jesus ist und was es heißt, ihm nachzufolgen. Und dann kommen auch Fragen und deshalb sind wir auch zusammen und reden. Vielleicht nachher beim Kirchenkaffee, draußen im Garten. Wenn aber Jesus alle Macht hat, frage, wozu braucht er dann mich? Wozu braucht er uns? Er ist doch allmächtig. Vielleicht folgende Geschichte. Da waren Fischer. Im Urlaub konnte ich sie beobachten. Kräftige Männer. Die haben mit ihren Netzen gearbeitet. Die Fische herausgeholt. Aufgehängt. Schwere Arbeit. Und bei ihnen war ein kleiner Junge.
Und der hat den Männern geholfen, versuchte das nachzuahmen. Ein kleiner Junge mit an diesem Netz zu ziehen. Und im Grunde störte das eher bei der Arbeit. Aber man hat gespürt, wie die Fischer ein Herz für diesen Jungen hatten und ihn mit hineingenommen haben. Und er seine Freude und seine Würde dadurch bekommen hat, zu helfen, da zu sein. Und so haben sie diesen Jungen gewähren lassen. Ein Bild, denn sie machen diesem Jungen nicht nur eine Freude, sie wissen, kein Kind könnte ohne solche Erlebnisse leben, lernen, wachsen, reifen, sich entwickeln. Und Jesus gibt uns die Würde und nimmt uns in seinen Sendungs- und Ausstrahlungsauftrag mit hinein, die mit ihm begonnen hat. Jesus hat sich selber auf den Weg gemacht, hat den Himmel verlassen, ist in unsere Welt gekommen, damit Menschen aufatmen, auch in Katastrophen, und sie den Weg zurückfinden zum Vater im Himmel. Seine Mission ist das. Und er will dich und mich dabei haben, uns als Gemeinde bei seiner Mission zu den Menschen zu gehen, Hand anzulegen, da zu sein, Not zu lindern, wo wir können, zu trösten oder still einfach mitzuleiden und zu schweigen und zu beten. Das ist unsere Würde, unser Auftrag, Gesandte von Jesus zu sein, mit ihm in seiner Mission zu stehen. Also geht hin, geht zu den Menschen um euch herum, redet mit ihnen. Verschweigt nicht, dass ihr Christen seid. Erzählt von Jesus. Macht es irgendwie deutlich, dass ihr ihm gehört und lebt nach der Lehre von Jesus. Und die heißt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten, wie dich selbst. Das ist sozusagen der Urmeter seiner Lehre. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt. Nach der Zusage, dass er immer und überall da ist und dass wir mit ihm arbeiten, sozusagen als seine Lehrlinge und seinem Auftrag hinzugehen, dann gibt er uns auch seine Lehre. Aber was ist denn das? Und ich habe im Wörterbuch nachgeschaut, das ist erstmal auch ein Modell, vielleicht bei Schlossern, bei Dachdeckern, wo es Lattenlehren, Lochlehren, Schraubenlehren gibt, die Mechaniker oder die Feinmechaniker, so die Schieblehren und noch viele bessere, wo man messen kann, dass es stimmt, dass es dann am Ende funktioniert, die Maschine, oder dass die Löcher an der richtigen Stelle auch gebohrt sind. Eine Lehre ist ein Modell bei Handwerkern, aber es ist natürlich auch Kenntnis und Erfahrung weiterzugeben, wie bei den Fischern, bei diesem Jungen. Die haben ihm das, der hat es abgeguckt, die haben es ihm gezeigt. Und Jesus vertraut uns seine Lehre an und er ist selber dabei. Noch eine kleine Geschichte aus dem Schwarzwald, wo ich früher war. Da hat mir ein älterer Schwarzwälder dann erzählt, früher als er ein Lausbub war, da stand im Hof ein Säger. Also das war ein Mann, der hatte so einen Traktor, einen Schlepper, und da war hinten eine Bandsäge. Und mit dieser Säge konnte er immer von Hof zu Hof fahren und dann Sägearbeiten erledigen für andere. Und so ein Säger stand also auf dem Hof und die Buben, unser Lausbub darunter, sahen zu, wie er seine Arbeit machte. Und der hatte sich eine Lehre gemacht. Also einfach ein Stück Holz auf ein gewisses Maß zugesägt. Und das war jetzt sozusagen seine Lehre für alle anderen Sägearbeiten. Das ist jetzt halt ein Metallstecker, das würde bei einer Bandsäge nicht so gut kommen. Und das hat er immer angelegt. Und dann hat er die Hölzer auf die richtige Länge immer abgesägt. Ganzen Vormittag lang. Das war seine Lehre. Und was machen die Lausbuben in der Mittagspause, als der Vespern geht? Gehen hin und sägen dann von dieser Lehre so ein bisschen was ab. Ja. Und er kommt wieder und dann sägt er weiter und sägt weiter. Und irgendwann, als er das Holz dann aufschichtet, beginnt er zu stutzen bei der Holzbeige und dann zu schimpfen und zu fluchen. Und die Buben haben gelacht. Hoffentlich war es einfach nur Brennholz und nicht irgendwie ein Bauholz, wie da fürs Alban Plus, wo man dann diese Latten dann
hochgemacht hat, da wäre das dann schon mal ärgerlich, dann nochmal immer irgendwo 5-6 Zentimeter anzusetzen. Es wäre ein Gruscht. Oder noch schlimmer wäre es, wenn an anderen Lehren abgesägt wird. Ja? Wenn dann plötzlich der Reifendruck nicht mehr stimmt, weil das Messgerät nicht mehr stimmt, wäre fatal. Wenn das verändert würde, hätte schlimme Folgen. Wie sollen wir dann noch zurechtkommen ohne Lehren, auf die man sich verlassen kann? Und was machen wir oft in unserer Welt? Hier absägen, dort absägen. Und wie lernen wir? Wir lernen als Menschen am Modell. Menschliches Lernen ist immer Modelllernen. Lehre füreinander sein. Und dann sagt Jesus, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also zur Taufe gehört auch die Unterweisung, die Lehre. Und dass wir wie Lehrlinge mit Jesus gehen, auf unseren Meister schauen und dann nicht rumtricksen und dann immer noch ein bisschen was absägen. Nein, das hätte schlimme Folgen. Menschen lernen am Modell und das Modell der Urmeter, vorhin habe ich es gesagt, von Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, das ist das höchste und größte Gebot. Und das andere ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten, die Tora, sagt er, und die Schriften, der Urmeter sozusagen. Und dann sagen wir ja, die Liebe zu den Menschen ist schon recht, aber die Liebe zu Gott ist doch nur eine Erfindung Gott, die können wir absägen. Ihr merkt, das geht nicht. Lasst uns da keine Abstriche machen. Also lasst uns festhalten und Lehrlinge bleiben bei Jesus und seiner Lehre und das in den Alltag mit hineinnehmen, immer wieder als Maßstab. Und wir werden Lehrlinge bleiben, ob mit 16 oder 46 oder 76 Jahre. Lehrlinge, die aber wissen, Jesus ist dabei, geht mit jeden Tag. Und das hat er bei der Taufe versprochen. Und das gilt. Heute in unserem Kulturkreis ist die Kindertaufe manchmal leider ja nur so ein traditionelles Ritual. Im Iran ist das zum Beispiel ganz anders. Ich habe gehört, dass dort der christliche Glaube eines Menschen bisweilen vielleicht noch so irgendwo akzeptiert wird. Vielleicht hält man das für momentane Flausen im Kopf, aber wenn der oder die sich taufen lässt, dann verstehen alle, der meint es ernst, geht den Jesusweg und das ist lebensgefährlich. Die Taufe ist viel mehr als ein Ritual, ein Bekenntnis, ein Glaubenszeichen. Ich bin getauft wie ein geistliches Tattoo in der unsichtbaren Welt, der gehört zu Jesus. Und manchmal sieht man das auch und so hat mich auch das Tattoo einer alten Frau beeindruckt. Die hatte am Unterarm ein kleines Kreuz auf der Innenseite. Sie stammte aus dem Irak und sie trägt dieses Kreuzeszeichen nicht, weil es gerade modern ist oder weil es stylisch aussieht, sondern als Zeichen ihrer Identität als Christin, als Nachfolgerin, so wie die koptischen Christen in Ägypten auch, die es auf der Hand haben. Und da gehört Mut dazu. Und sie musste auch fliehen vor den Fanatikern des Islamischen Staats, und ist hierher gekommen. Mit ihrem Kreuztattoo passen diese Christen im Orient oder in Ägypten nicht in den Mainstream, sondern sie beweisen Mut. Sie beweisen Mut, weil sie wissen, sie gehören Jesus. Jesus, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, der bei ihnen ist. Alle Tage, bis ans Ende der Welt. Und wenn du getauft bist, dann darfst du wissen, Jesus ist auch bei dir, immer und überall. Er ist auch mein Herr, dem alle Macht gegeben ist. Und lasst uns das bekennen, sichtbar, dass wir zu diesem Herrn gehören.
bekenn dich zur Lehre von Jesus, geh zu den Menschen. Lebe so, dass sie merken, hier ist der Grund für mein Leben und die Liebe, die ich mir nicht selber geben kann und den Sinn. Geh zu den Menschen und lebe so, dass sie mitbekommen, du bist Christ. Und wo das geschieht und wir nichts absägen, dann von der Liebe, von der Lehre, da werden Menschen aufatmen. Da werden Menschen aufatmen und frei und selber mit hineingenommen in diese Befreiungsbewegung, in diese Hoffnungsbewegung, in diese Lebensbewegung. Aufatmen, wir haben eine Zukunft. Es ist nichts verloren. Kommt, atmet auf. Ihr sollt leben. Amen. Und so lasst uns miteinander beten und die Hände falten und wenn es möglich ist, dann bitte ich aufzustehen. Herr, als erstes wollen wir dich heute ganz besonders für all die Menschen bitten, die so unfassbar Schlimmes erlebt haben und erleben im Hochwasser, im Schlamm, wo so viel zerstört wurde und wo es sogar schwer ist, einfach Worte zu finden, wenn man nur die Bilder sieht. Sei du bei den Verletzten, bei den Obdachlosen, bei denen, die um einen Menschen trauern oder ihn suchen, die im Schlamm alles verloren haben. Schenke du neuen Mut und Menschlichkeit und Liebe und Trost und stärke alle Helfer von den Hilfswerken, der Feuerwehr und wehre du aller Kraftlosigkeit. Und barmherziger und allmächtiger Gott, wir bitten dich auch für deine geliebten Kinder auf der Welt, die bedrängt und vertrieben oder sogar getötet werden. Bitten dich für sie um Standhaftigkeit, dass du bei ihnen bist und sie deine Liebe spüren und sie in deiner Liebe vergeben können, weitergehen können. Gib ihnen die Gewissheit, dass kein Hass, keine Gewalt sie von deiner Liebe trennen kann. Und gib uns ein bisschen den Mut wie ihnen,
bei uns, wo es uns doch so gut geht, dich zu bekennen. Und so bitten wir dich auch für Zhang Kunlei in China, der in Haft ist. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig aussprechen kann, aber du kennst ihn. Und Herr, unser lieber Heiland, wir bitten dich auch für deine Kirche. Da ist so viel Gutes. Und da erstarrt immer wieder so viel zu äußerlicher Tradition, zu Gewohnheiten, die nicht mehr die Herzen bewegen. Und wir bitten dich hier um eine neue Lebendigkeit für uns, um den Mut hinzugehen aus Liebe zu den Menschen, nach deiner Lehre wirklich zu leben, dich zu verkündigen. Und so bitten wir dich auch für alle Menschen, über denen in der Taufe dein Name ausgesprochen wurde. Bitten dich für unsere Kinder, die Bekannten und Freunde. Und bitten dich, wirke du in ihnen den Glauben, der sich über die Verbindung mit dir freut. Aus der Verbindung, aus der Kraft und Mut kommt und dass sie es erleben, dass sie daraus Mut und Kraft für ihren Alltag schöpfen. Und wir bitten dich auch für die Angehörigen und die Freunde und Kameraden von Friedrich Rappold aus dem Hinsenbuch, den wir gestern im Alter von 98 Jahren zu Grabe getragen haben. Stärke alle im Glauben an deine Auferstehungskraft, die neues Leben schenkt, auch im Tod, auch durch das Ende hindurch. Und miteinander beten wir, wie du es uns beigebracht hast, gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmt noch einmal Platz für die Bekanntgaben. Die erscheinen jetzt auch an der Leinwand, aber da kommen noch ein paar dazu. Dieser chinesische Christ, der in Haft ist, seit März, für den gibt es wieder eine Unterschriftenliste von unserem Arbeitskreis für verfolgte Christen. Er war der Leiter einer oder ist der Leiter einer Hauskirche und die Kommunistische Partei versucht dort jegliche religiöse Aktivitäten zu kontrollieren. Da gibt es seit 2018 so neue Verwaltungsrichtlinien und diese Hauskirchen wollen sich nicht staatlich kontrollieren lassen und deshalb ist er jetzt da in Haft. Weil eben die Partei sagen will, wie die Lehre von Christus auszulegen ist. Unterschriftenliste gibt es dort. Dann gibt es eine Ausstellung 1948 im Foyer der Volksbank, die Ausstellung gegen Antisemitismus. Und da sagt uns jetzt der Horst Rauscher noch ein paar Sätze dazu. Da freue ich mich. Und während er vorkommt, kann ich gleich noch sagen, dass das Opfer heute für unsere eigene Gemeinde bestimmt ist. Und dann mache ich nachher weiter. Horst, jetzt bist du dran. Ja, danke. Steht hier auf dieser Anzeigetafel schon drauf. Ausstellung gegen den Antisemitismus, was ist damit gemeint? In der letzten Zeit haben wir gemerkt, in Europa, überall eigentlich in der ganzen Welt, aber eben auch bei uns, dass es zunehmend wieder eine Anti-Haltung gibt gegen Juden, gegen jüdische Lebensweise, gegen jüdische Glaubensweise.
damit auch gegen jüdische Gemeinden, siehe in Ulm vor kurzem der Brandanschlag oder andere Anschläge in Deutschland, wo wir erschrocken sind und uns geschämt haben und betroffen gefragt haben, was geschieht da. Wir hören von Bekannten, dass zum Beispiel Schüler, jüdische Schüler, die in Ulm leben, die in Berlin leben, in großen Städten, dass die in ihrer Schule nicht mehr unproblematisch leben können, wenn deutlich wird, dass sie jüdischer Abstammung sind, zum jüdischen Glauben gehören, kriegen die Ärger. Und so geschieht es also in unserem Land immer mehr, dass der Antisemitismus, den wir gedacht haben, der ist zu Ende, mit dem Ende des Nazireiches, blüht wieder auf, hier und da. Und viele haben gesagt, auch gerade in christlichen Gemeinden, wir müssen was dagegen tun. Und so hat sich also auch bei uns hier in Laichingen ein kleiner Kreis gebildet. Ich bin dazu gestoßen, dass wir gesagt haben, wir müssen eine Aktion machen gegen den Antisemitismus, gegen diese uralt böse Feindschaft, die wieder hochkommen will und die Böses tun will. Und so ist also diese Aktion entstanden, wo schon ein paar Veranstaltungen gewesen sind. Diese Zettel haben Sie vielleicht gesehen, die liegen nachher hinten links und rechts aus zum Mitnehmen, wo informiert wird, was wir hier in zwei Wochen ungefähr, also seit einer Woche schon und weitere zwei Wochen hier in Laichingen anbieten. Einmal eine Ausstellung gegen den Antisemitismus, dass wir sagen, was ist denn hier los? Informiert euch selber bei dieser Ausstellung in der Volksbank hier in unserem Ort. Da oben im Auditorium ist eine Ausstellung da, wo man sieht, wie jüdische Gemeinden gewachsen sind vor Jesus und seit Jesus und bis heute und wie es zur Gründung des Staates Israel gekommen ist und was das alles bedeutet. Eine gute Ausstellung, die gut informiert, wo man auch von falschen Meinungen geheilt wird. Und es gibt parallel dazu Vorträge, zwei Vorträge waren schon, Vorträge von deutschen Wissenschaftlern, die Bescheid wissen, Politikern, wie gestern Abend ein Vortrag mit dem Beauftragten Dr. Blum aus Baden-Württemberg, der Beauftragte des Landtages ist, der Landesregierung, ein hervorragender Vortrag. So sind weitere Vorträge in der Regel in der Volksbank, zu der wir herzlich einladen, wo man sich informieren kann, was ist jüdisches Leben, wo sind die Gefahren, die da sind bei uns, damit umzugehen, was können wir daraus lernen. Und deshalb laden wir herzlich dazu ein, einmal die Ausstellung zu besuchen, ganz grob gesagt, jeden Nachmittag ab 15 Uhr, ab 3 bis 6 Uhr. Und abends auch, da kann man hingehen, sich die in aller Ruhe anschauen. Man kann auch um eine Führung bitten oder um eine Führung teilnehmen. Das sind hier auf diesen Zetteln die Telefonnummern drauf, wo man anrufen kann. Und dann natürlich auch eben immer wieder die Referate abends, die sind zum Beispiel, ich nehme mal auch ein Abend, wo gesagt wird, wo ist zum Beispiel im militanten Islamismus die Gefahr gegen uns Christen auch, aber gegen auch Juden. Aber es gibt auch einen anderen Abend, wo berichtet wird, wie aus dem Islam heraus es auch Stimmen gibt, die für eine Versöhnung werben. Also eine ausgewogene Sache, die wirklich gut informiert. Und dazu lade ich jetzt im Namen des Teams auch ganz herzlich ein. Nehmen Sie diese Zettel mit und kommen Sie zu diesen Abenden. Es lohnt sich echt. Ganz herzlichen Dank, Horst, und ich gebe den Dank auch an dieses ganze Team weiter, die jetzt da dahinter stehen. Und da sind ja viele von unserer Kirchengemeinde auch mit engagiert. Mhm. Gestern Abend auf dem Vortrag habe ich bekannte Gesichter da gesehen. Ich gebe den Dank dann auch weiter. Dann liegt bei der Unterschriftenliste für Zhang Kunlei, diesen chinesischen Christen, der in Haft sitzt und wo wir uns einfach mit der Unterschrift einsetzen wollen, dass ihm Gerechtigkeit widerfährt,
da liegt dann noch eine andere Liste. Und darum, da geht es darum, dass wir immer mehr, ja, jetzt auch durch Corona-Zeiten, Arbeit haben, vor dem Gottesdienst aufzubauen, abzubauen, Listen zu führen, Desinfektionsständer hinzustellen, zu begrüßen, das immer wieder zu verteilen, sagen, wie sind die Regeln. Vielleicht die Hocker zu stuhlen dann und wieder wegzuräumen. Und da suchen wir Mitarbeiter, die bereit sind zu helfen und dann auch sagen, einmal im Monat bin ich 45 Minuten vor dem Gottesdienst da, ich kann eh nicht mehr schlafen und dann komme ich hierher und dann beten wir um halber und dann wird die Arbeit auch gemacht. Wer da bereit ist, einmal im Monat sich einteilen zu lassen vom Gemeindebüro, der kann sich gerne auch in diese Listen, die liegen am gleichen Tisch, eintragen. Und wenn es dann nicht geht, dann ist die Bitte, dann bekommt diese Person die ganzen Listen auch vom Kirchengemeinderat, der hier das schultert. Es sind immer drei da und das wird einfach auffällt. Dann bekommt er die ganze Liste und dann kann er auch telefonieren und sagen, du, morgen geht es bei mir nicht oder übermorgen können wir tauschen. Also herzliche Einladung, hier sich auch einzubringen bei dieser Gottesdienstmitarbeit und dann auch an der Kirchentür mit zu begrüßen. Dann seht ihr hier hinter mir, gibt es eine neue Ausstellung zur Jahreslosung und drüben im Alban Plus, die Kirche ist ja geöffnet, jetzt auch über den Sommer, sagt es weiter, kommt, schaut euch das in Ruhe an, auch ein Ort zum Auftanken und der Lehre von Jesus nachzuspüren. In Kontakt mit ihm zu kommen, in der Stille der Kirche oder dann im Kirchgarten draußen, sich mit, ja, vielleicht auch den Jugendlichen, die da sind. Das ist jetzt auch ein Experiment. Wir hoffen, dass da wirklich, sind ja viele jetzt gerade da, die immer auch etwas verlaschen, kaputt machen oder so, dass die die Ausstellung auch respektieren und dann auch hier zu sein. Und vielleicht gibt es auch das eine oder andere gute Gespräch. Dann lädt der Credo-Verein nachher ein zum Kirchencafé, ganz Corona-konform, Corona-konformer Kirchencafé draußen. Super, dass das jetzt wieder geht. Und ich habe auch noch einen Flyer zum einer Veranstaltung im September, wo es um das hörende Gebet geht. Und das ist nichts Außergewöhnliches, aber es wird immer wieder deutlich, wir denken, Gott ist so weit weg und mit meinem Leben, was hat er zu tun? Wir beten zu ihm, aber er redet auch, ganz konkret. Und wie das geht, dass seine Schafe seine Stimme besser hören und da braucht es eine Gemeinschaft dazu, auch eine Gemeinde. Darum geht es durch ein Theologen-Ehepaar in diesem Seminar. Ich denke, das ist ein ganz, ganz, ganz gutes Angebot für unsere Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Projekt von Pfarrer Gruhler im Kirchenbezirk. Und wenn sich aber nicht genug anmelden, dann kann es nicht stattfinden. Da braucht es eine gewisse Größe, dass das nicht so exklusiv irgendwie unter sich bleibt. Weil jeder hört mit seinen Ohren, das wissen wir schon bei uns, Dinge immer wieder verschieden. Es geht auch um dieses Beten und Hören auf Gott. Am ersten vollen Wochenende nach den Schulsommerferien, am 17., 18. September ist es. Meine Bitte, nehmt euch da so einen Flyer, meldet euch auf der Homepage an oder unter und im Pfarrbüro oder unter der Nummer, die da steht, ich glaube, das ist die von Pfarrer Gruhler, meldet euch da an, weil wenn wir nicht genug Leute haben, dann ist diese Chance, dass dieses Theologenpaar kommt und uns da dieses Seminar hält, vertan. Wäre schade. Und dann gibt es heute wieder die Möglichkeit, lass dich segnen, lass für dich beten. In deinen Herausforderungen, in deinen Entscheidungen, die vor dir stehen, was auch immer. Da, wo nachher die Kerzen brennen, hier in der Kirche oder draußen auf diesen Holzständern, da sind dann Leute vom Segnungsteam dafür da, bereit zu beten und dich oder euch den Segen nochmal ganz persönlich zuzusprechen in eure Situation. Und das kann richtig, richtig gut tun und unendlich Kraft geben. So, jetzt war es viel. Mehr als auf der Liste stand. Jetzt singen wir nochmal. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. Er ist da, er
dem alle Macht gegeben ist, immer und überall. Wir singen dieses Lied noch miteinander. Wie gut tut das, auch mit der Maske gemeinsam sich singen zu hören. Und so geht jetzt in diesen Tag und lasst die Sonne scheinen. Geht als Gesegnete und seid einander ein Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Musik.